Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Spielevorstellung. Kann man es ja eigentlich gar nicht so richtig sagen, aber wir haben X-Plane 11. Kam ja am 30.03. raus und roundabout 50 GB müsst ihr auf eurer Festplatte ein bisschen frei haben und natürlich ordentlich Taschengeld, weil dieses Spiel kostet über 50 Euro. Ja, das wollte ich so mal sagen und ich bin hier in einer Boeing unterwegs und ich muss euch sagen, der Maximus hat absolut gar keinen Plan. Aber was wir sehen, welcher Flughafen, das ist Berlin-Tempelhof und ja, wir drehen einfach mal ein bisschen. Man sieht das schon wirklich sehr, sehr detailliert, muss man sagen. Und hier fahren auch die ersten Fahrzeuge rum. Das wünscht man sich natürlich bei Aeroflight SF2 auch, aber das ist ja noch in der Early Access Phase. Ich denke mal, viele Sachen sind hier noch gar nicht so richtig hundertprozentig final. Ja, hier fehlen ein paar Minikicken, vielleicht muss ich die ja noch einstellen. Aber wir gehen mal ins Cockpit, um einfach mal dieses Flugzeug hier anzugucken. Ich habe wirklich noch gar nicht so richtig mit dieser Steuerung, jetzt sitze ich im Sitz drinne. So mich auseinandergesetzt, weil wie gesagt, es kam dann irgendwann mal abends die ersten 4 GB und das war halt das Problem. Na, gehen wir mal ein bisschen weiter vor hier, wir sitzen irgendwie ziemlich weit vorne. Und ja, dann hat man zwar den Flughafen gesehen, aber die ganzen Texturen hier hinten, die waren noch nicht da. Also dann kam irgendwann um 10 oder halb 11 das okay, nächste. November, 816, November. Cleared IFR to Echo, Delta, Bravo, Charlie, as filed. Maintain 14,000, squawk 4702. Cleared IFR to Echo, Delta, Bravo, Charlie, as filed. Maintain 14,000, squawk 4702. November, 816, November. Ha! Yeah. Man hätte November, 816, November. Runway 8 left. Taxi via Sierra, Mike, Sierra, Whiskey. Hold short of runway 8 left. Runway 8 left. Taxi via Sierra, Mike, Sierra, Whiskey. Hold short of 8 left. November, 816, November. Ihr seht schon, man muss in der Schule auf jeden Fall ein bisschen Englisch können und eventuell schon mit diesem Metier sich auseinandergesetzt haben und ja, ihr seht ja, wie Maximus immer so Flugzeug fliegt und runter kommt er auf jeden Fall immer, aber ich bin doch ganz schön überfordert. Das wäre optimal, so ein Spiel als Livestream vielleicht mal zu bringen und guckt euch das an, der fährt! Ist das normal? Okay, der fährt jetzt so ein bisschen rum. Wie gesagt, ich habe hier absolut noch gar nicht so richtig den Plan, wie das hier alles abläuft. Aber lass uns das einfach mal ein bisschen angucken. Aber ich kann doch auch... Warte mal, wir gehen mal ins Hauptmenü für diejenigen, die es einfach mal ja sehen möchten. Die ganzen Flugzeuge. Also man, hier kann man die ganzen Flughäfen aussuchen. Das sind richtig viele. Und so wie ich sehe... warte mal... Wo quasi 3D steht, kann es sein, dass Berlin-Tegel quasi als 3D ja animiert wurde. Hier sieht man Berlin-Brandenburg auch 3D, könnte man durchaus mal angucken. Also ich befinde mich jetzt momentan in der 737-800, wirklich ein schönes Flugzeug. Man kann es dann auch anpassen, andere Werbung und oder ja, andere Firmen. Aber da muss ich mich, wie gesagt, erstmal noch ein bisschen auseinandersetzen. Man kann die KI... ja, noch mehr Flugzeuge hinzufügen, dass halt, ja, ein bisschen Leben in der Bude ist. Und was haben wir hier noch? Natürlich die 747-400. Ich habe irgendwie so gehört, dass einige Flieger irgendwie aus der vorhergehenden Version am Start sind. Denn hier noch eine Cessna, hier so eine Cessna als Wasserflugzeug. Oh ja, das sieht ja schon abgespaced aus. Sowas hier, eine King Air, die kennen wir auch aus Aeroflight. Lockheed Martin, wow, ist das das Flugzeug, was immer noch diesen Geschwindigkeitsrekord gebrochen hat oder hält? Also wenn er auf dem Boden steht, dann sind die Tanks undicht, ne? Und wenn er dann oben in der Luft, dann schließt die das alles wegen ja, der Geschwindigkeit.
Und F4 Phantom. Vielleicht gibt es auch eine Bundeswehrversion. Ich weiß nicht, ob irgendwann auch Mods unterstützt werden. McDonnell Douglas. Schönes Flugzeug. Ey, das ist wirklich ein richtig schönes Flugzeug. Finde ich echt genial von der Optik her. Dann haben wir hier noch einen Hubschrauber. Und das waren die Flugzeuge. Ne? Gehen wir nochmal zurück. Einstellung. Hier sind noch andere Flugzeuge. Hier eine B-52. Die kann ich wahrscheinlich noch gar nicht so nehmen. Ne? Eine Herkules hier unten. Hier auch nochmal ein Testflugzeug. Die X-15, Space Shuttle und, und. Aber wir werden Änderungen verwerfen. Und gucken wir uns das einfach mal an. Bella Italia, gucke an. Oh, das sieht da richtig genial aus. Ich hoffe, das kommt auch ein bisschen drüber. Das Wetter kann man einstellen. Und da hinten fliegt ihr mal. Oh, guckt euch an. Kann es sein, dass die anderen Flugzeuge, die jetzt nicht angezeigt wurden, eher so KI-Flugzeuge sind? Und da ballert er lang. Uiuiuiui. Na, das kriege ich auch hin, so zu fliegen. Wow. Abgestürzt da hinten. Also wie gesagt, wir gucken das uns einfach nur mal ganz kurz hier an, um euch zu sagen, es kann durchaus sein, dass wir die nächsten Tage ein bisschen mehr vom Flieger hier sehen. Vielleicht werde ich auch mal einfach so aus der Luft starten. Aber gucke, da ist die nächste. Da ist die McDonnell Douglas. Oh yeah. Die ganze Vorarbeit. Also ich muss mich erstmal hier ein bisschen auseinandersetzen. Macht das jetzt alles die KI? Hier oben kann man ja einige Sachen KI fliegt. Aha, ich habe das ja erstmal angemacht, dass die KI das erstmal machen soll. Und wenn wir in der Luft sind, übernehmen wir dann mal, ja? Herrlich. Gut, das Gras könnte jetzt noch ein bisschen mehr nach Gras aussehen. Aber ich muss sagen, die Boeing sieht gut aus. Ground, oh. November, 02 X-Ray, Papa. Okay. Wahrscheinlich wegen Startfreigabe. Ah, schön. Hat der die ganzen Lichter hier an? Komm, wir gehen noch mal ein bisschen nach innen gucken, um einfach mal... Ach so, ich muss ja... Das hier. Okay. Ich glaube, der Hebel ist für das Fahrwerk. Hier sind die Schubräder für die einzelnen Triebwerke. Ist das hier das Trimmungs... Ja, kann sein. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit auseinander... aus Fenster lehnen. Hier ist für den... Warte mal, ich muss noch ein bisschen weiter nach vorne gehen, weil ich... Ja, man sitzt hier wirklich... Sitzt man wirklich so nah dran an dem Flieger? Das kam ja beim... Aeroflight SF nicht so vor. Autopiloten, wo man dann halt alles eingibt. Aber ich bin jetzt auch nicht der Fachmann. Hier oben, das sieht schon sehr, sehr detailliert aus. Muss ich sagen, sieht nicht schlecht aus. Also, sie sind vom Cockpit her, muss ich sagen, finde ich Aeroflight SF 2 und den hier sehr gut. Hier, die Kantenglättung haut noch nicht ganz so hin und meine KI fährt jetzt erstmal auf die Wiese, oder wie? Oder will er jetzt losfliegen? Hilfe! Hilfe! Also, das kann ja nur lustig werden. Also, für alle Fachmänner, ja, die erwarten, hier auf meinem Kanal den absoluten Überflieger zu sehen, ich muss euch enttäuschen. Ja, das muss ich wirklich jetzt im Vorfeld mal sagen. Oh ja, also kann richtig schön ranzoomen. Ich werde eventuell irgendwann mal schaffen, vielleicht dieses Jahr, ja doch, dieses Jahr ordentlich zu starten, hier vielleicht um mal ein paar Knöpfe zu drücken. Also ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, ja, da sind andere Kanäle auf jeden Fall, ja, unterhaltsamer. Vielleicht werde ich mit der Cessna das nächste Mal einfach mal probieren, die Maschine anzumachen, die ganzen Knöpfe, Landelicht, Startlicht und. Motor an, Elektrik an. Ich müsste erstmal hier gucken, wo ist hier überhaupt Elektrik? Ja, das, da werden jetzt viele in den Kommentaren rein. Ihr könnt gerne das alles schreiben. Wir werden das eventuell wirklich mal in Livestream machen.
Pull, gut, alles klar. Ist doch dieses Rad, was man hier drehen muss, ne? Ist das nicht dieses Rad hier? So, wir gehen nochmal nach außen. Wir lassen aber die KI wirklich starten, weil... Ja, weil was machen. Ach, schön. Ist auch ein schöner Flieger, muss ich sagen. Ah, eine schöne Landebahn. Für alle, die schon mal hier in Tegel gestartet sind. Nee, nee, ich war Schönefeld, war ich. Also noch den neuen Schönefeld, sondern den alten, ja. Genau. November 816 November November Contact Tower on 124.52 Contact Tower on 124.52 November 816 November November. Ja, bald haben wir November. November 816 November November. Ey, das ist geil, das ist wirklich... November 816 November November Fly heading 080 Runway 8 left clear for takeoff. Heading 080, runway 8 left, cleared for takeoff, November, 816, November, November. Ey, muss ich noch Englisch lernen hier, oder was? Mann, man hätte nicht so viel Kreide holen sollen. Wie gesagt, wir gucken uns das einfach mal an, wie das hier alles auch die KI macht. Da vorne steht auch noch eine Boeing. Warum steht die da einfach so im Sand? Und der macht die Schub... Man sieht auch schön jetzt, wie das hier so flackert, ne, durch die Hitze. Wetter kann man natürlich alles einstellen. Das funktioniert bei 50 GB. Also wirklich, Respekt. Sieht sehr gut aus. Also für alle Fans von Flugsimulationen kann man sich auf jeden Fall mal antun. Vielleicht werde ich unten noch einen Link haben, wo ihr das Spiel eventuell ein bisschen... günstiger bekommt. Wir werden das uns jetzt einfach mal schön angucken, den Flug. Und da macht er Schubrakete. Geht er da vorne schon leicht hoch? Ah ja, guckt er an. Der geht schon hoch. Oh, herrlich. November 816 November November Contact Center on 135.95. Ganz ganz Contact langsam macht er das rein. 135.95 November 816 November November. Okay, ihr seht schon da hinten wie der abgestürzt November, ist. 816 November November. November 816 November November Echo Delta Delta Tango Altimeter 2992 Echo Delta Delta Tango Altimeter 2992 November 816 November 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 816 November November Y heading 170 Heading 170 November 816 November 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 816 November November Y heading 240 Heading 240 November 816 November November Wow November 03 X-ray Papa Y heading 050 Heading 050, November, 03, X-ray, Papa. November, 816, November, November, resume own navigation. Own navigation, November, 816, November, November. Ich muss wirklich sagen, ich bin überfordert, meine Freunde. Die quatschen, da unten ist die Spree. Ole. So. Wir gehen jetzt mal rein und ich will einfach mal probieren, ein paar Meter hier selber zu fliegen. Oh, ey, das ist so nah dran, ne? Okay, ich muss jetzt hier oben hin. Komm mal her. Wir machen jetzt... November 03 X-Ray. Papa, Y heading 080. Report the field in sight. Ja, ja. Heading 080. We'll call the field. November 03 X-Ray. Papa. Quatschen die immer so viel da oben?
Center, November, 03, X-Ray, Papa. Ja, irgendwas mit November, sagt er mir die ganze Zeit. Ja, November, das ist kurz vor Weihnachten. So, wir machen mal KI aus. Jetzt bin ich der Chef. Entschuldigung. Wir gehen mal nach... ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich hab die Kontrolle über den Flieger. Jetzt müsste ich wahrscheinlich die Trimmung, weil der geht jetzt... Wir machen mal Schub ein bisschen raus. Schauen wir mal an, ob das funktioniert. Ja, vor. Zurück. Was ändert sich hier hinten? Nee, das war nur der Schatten. Und ich will mal was drücken hier. Wir gehen mal nach außen. Ich will mal angucken, ob, wenn ich jetzt... ganz schön eingestellt, oder? So, nach vorne. Irgendwo gab... Oh, guck mal an. Ich habe ihn gerade gekriegt. Ich habe irgendwas gedrückt. Schöner Flieger. Und da vorne sitzt Maximus drinne. Da vorne fliegt Maximus. Wie geil. Jetzt geht das schon wieder nach oben. Naja, okay. Da gibt es wahrscheinlich dann die Möglichkeit, die Trimmung ein bisschen einzustellen. Aber ihr wisst ja, ich bin froh, dass ich überhaupt geradeaus fliegen kann. Wir werden bestimmt die nächsten Tage noch ein bisschen mehr sehen. Aber wir werden noch mal ins Cockpit reindödeln. Es gibt bestimmt noch einen Knopf, wo man dann nicht gleich da hinten sitzt. So, das ist mir alles ein bisschen zu nah, muss ich sagen. Ich habe einen dicken Schädel. So. Ich weiß gar nicht, welche Knöpfe ich hier alles habe. Dann müssen wir nochmal nach außen. Ich habe hier einen Knopf. Ich habe hier das Logitech, also steht unten in der Videobeschreibung. Was ist, wenn ich diesen Knopf... Ich kann jetzt so drehen mit den Runden. Okay. Hoch und runter. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt, dass da irgendwas rausgeht. Hier, diese kleine Klappe da, die geht jetzt raus. Oh. Ich habe das Fahrwerk ausgefahren. Nee, das fahren wir wieder ein. Das sind doch für die Landung ist das doch gut, oder? Die Klappen. Mal sehen, ob ich die wieder reinkriege. Ja, gucke an. Die kriege ich wieder rein. Kann ich die noch weiter reinfahren? Nee. So. Okay, wir gucken mal weiter, was wir noch machen können. Ich habe hier unten noch am Fuß ein paar Klappen. Oder ein paar Knöpfe. Ich drücke die einfach jetzt und, vielleicht nicht zugewiesen oder. Nee, meine Freunde, wir werden hier an dieser Stelle einfach mal einen Cut machen. Ich will es ja jetzt, weil wir haben den 31.03. um 13.23 Uhr und ich will es ja noch so schnell wie möglich hochladen. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen und bitte seid nachsichtig. Ich kann nicht alle Spiele können, ja, also ich versuche mich trotzdem und der eine oder andere wird sich auf jeden Fall freuen, dass er auch hier mal ein Spiel von mir sieht. Also, bei den Fachleuten, da könnt ihr was Wesentliches lernen. Und bei mir seht ihr einfach den Bruchpiloten. Mit diesen Worten mache ich einen Fisch, hupen kann ich nicht, aber vielleicht so ein bisschen wackeln. Ne, so wackeln. Oh, guck mal an, was der kann, Junge. Ui, schön. Oh, jetzt hab dich mal nicht so. Jetzt. Ey, Mann. Normalerweise würden denn die Flügel abbrechen, oder? So wie ich fliege, oder? Oh, jetzt krieg ich krieg den nicht mal hoch. Ey. 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 Oh. Komm. Ah, gucke an, wie ich das wieder hinkriege. Gucke an. Auf jeden Fall ist der Tomatensaft jetzt erstmal für den Arsch. Aber es macht nichts. So. Oh, guck mal, wie die Flügel wackeln. Hier. Herrlich. Wir halten was aus. Gut, alles klar. Das wird gewesen sein. Guck mal, wie er schwingt. Der winkt euch. Mit diesem winkenden Flieger werden wir jetzt einen Fisch machen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.